Ja. Wo bin ich hier? Wieso ist hier Wasser und was macht der Rabe da? Und was überhaupt? Und was ist da eigentlich passiert? Und ja, wo kann ich überall hin? Und hier brennt etwas. Also, die letzte Folge, die war Storyline pur. Mit wenig Reden da. Ich mach schon wieder die ganze Atmosphäre kaputt, das ist aber normal so. Nur wo bin ich hier? Ist das auch noch Aperture Science? Ich kann auch nirgends Portale schießen. Ach doch, ich kann Portale schießen, aber... Wo noch? Wenn ich hier eins schießen kann, wo kann ich denn dann noch eins schießen? Riesig aus. Hallo. Ja. Ach so. Ja, ist doch eigentlich klar gewesen. Jetzt dort oben. Ach du meine Güte, was ist denn das für ein Riesenvieh gewesen? So wie das aussieht. Ich hoffe, wir bekommen noch mit, wo wir uns befinden. Sonst anders. Es sieht nach Aperture Science aus. Aperture Science? Industries. Oder so. Wir laufen hier durch Müll. Keep out. Do not enter. Do not enter. Keep out. Warning. Okay, die Tür können wir eh nicht öffnen. Die auch nicht. Die nicht. Ja, was soll ich da jetzt sehen? Ach so. Besser zielen zu können, nur wohin? Ach, da. Dort oben, das sehe ich aber auch so. Da brauche ich keinen Zoom. Hier ist ja auch noch vieles aus Holz. Oder was? Da unten. Tun wir uns wenigstens nicht mehr weh. Und dort runter können wir auch. Wo gehen wir aber gerade hin? Was machen wir? Wir gehen zu einem riesigen Rohr. Einen dunklen Gang entlang. Und ja, wie in der letzten Folge, glaube ich, mitbekommen, GLaDOS war nie die Böse oder was? So ganz habe ich das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Nein, das ist es nicht, oder? Nein. Das sieht so wie in einem Ego-Shooter-Spiel eine Kampfszene, wenn hier überall... Gleich Soldaten kommen würden, aber das sieht mir sehr verdächtig nach dem Koop aus. Aber irgendwie auch doch nicht, oder? Muss ich da irgendwo hin? Oh, hier stehen kryptische Zeichen. Ach du meine.
Güte. Das ist natürlich... Für was ist dann diese große Tür da? Diese große Tresortür? Ich bin mir nicht so ganz sicher, denn da ist nur eine kleine Tür. Also hier drunter will ich nicht stehen. Wenn das Ding zugeht. Keep out! Danger! Neues Bild. Aha, so, jetzt haben sich die Bilder ja auch geändert und es macht gerade so viel Spaß, aber so viel reden kann ich ja auch nicht. Ach du meine Güte. Wie sieht's denn hier aus? Danger. Also man sollte nicht schwimmen gehen, wenn man das nicht kann. Oder sollte das heißen, man soll einfach nicht schwimmen gehen? Da liegen Kugeln. Und hier zerfällt alles. So sieht es aus. Für was sind das? Was sind das für Kugeln? Ach du meine. Ich komme aus dem Staunen ja fast überhaupt nicht mehr raus. Das ist überwältigend, finde ich das alles hier bis jetzt. Und wer war hier drin? Ich glaube, da sollen wir dann auch weitergehen. Oder können wir diese Türen irgendwie öffnen? Ich glaube ja eher nicht. Wow. Und was soll das jetzt alles hier unten sein? Kann der uns auch mal aufklären oder so? Ach so. Alte. Willkommen, Herr bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und da unser Gehirn. Also, wer ist denn diese Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party hier schon gefunden. Also das Aperture Science war früher mal eine sehr angesehene, ja, wie soll man sagen, Firma oder so. So wie ich das jetzt interpretiere. Von einem ganz menschlichen Gründer, der sich wahrscheinlich nicht das ganze Ausmaß, was heutzutage los ist hier, errechnet hat oder gedacht hat. Ach du meine Güte. Ah, so komme ich da rauf. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ich bin ja nicht schwer vom Begriff. Ja, so aber nicht. Sondern ich muss dort hoch. Und dann schaffe ich das. Aha, auch wenn ich nicht direkt vorbeispringen würde. Und schaffe ich das jetzt wirklich? Wirklich? Ja, nur da drüben komme ich nicht mehr hin. Und hier muss ich dann diese Tür öffnen, oder was? Notice. Please excuse the inconvert. So irgendwas.
Ja, ich könnte es auch, aber until irgendwas. Ich würde gerne diese. The elevator is out of service until. Tja, hat nicht mehr hingepasst oder was? Ja, wo muss ich jetzt hin? Oh, ein. Ach, für die Raucher natürlich. Ich habe gedacht, in öffentlichen Gebäuden darf man nicht mehr rauchen. Naja, man kann sich auch täuschen. Muss ich jetzt darüber? Ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt meine Aufgabe ist. Aber Hallöchen. Mir sagt auch niemand Bescheid, was ich hier machen soll. Naja gut, das soll ja auch eigentlicherweise so sein. Renne ich jetzt hier die ganze Zeit blind rum oder was ist los? Ich wirklich hier herauf? Oder muss ich dann irgendwo anders hin? Hä? Ich verstehe es gerade. Ich verstehe gerade nicht, was meine Aufgabe ist. Und rennen kann ich natürlich auch nicht. Ich kann nur kriechen. Das ist schon wieder so ein Ball. Da bin ich gekommen oder daher. Bin ich gekommen, ja. Und dann? Enter. Over, enter and out. Oder was? Jetzt muss mir irgendjemand helfen. Diese 3 Minuten haben es in sich. Also hier oben bin ich doch schon mal richtig. Das. Ach so. Ich hab's verstanden. Was ich machen muss. So geht das natürlich. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbieterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbieterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Aha. Warum stehe ich jetzt auf einmal im Dunkeln? Ah? Das Licht flackert nur. Welcome test subjects. Please sign in with the Reparations before Processor so und weiter. Aber das ist ja auch eigentlich gar nicht wichtig. Ich will zu Hause anrufen. Piep, 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 piep. Ah nein. Also, Wählschraube versuche ich gerade. Piep. Na, ah, geht keiner dran. Und wer ist das? Cave Johnson. Hast du das Ganze erfunden, du? Ach, hier sind noch. Ist das eine Kartoffel? Mhm. Potato Board. For the Promission of Potato Science.
Ah, er hat 1974 wurde Aperture Science gegründet. Aha, lokal weiß Mine. Also wir sind in einer Mine. Soweit steht schon mal fest. Aber hier sieht's gut aus. Zwar mit Band, das knallhart ist und mit Raucherbänkchen, aber. Okay, muss ich da jetzt wirklich ganz hoch laufen? Oder gibt's den da den? Gibt's da nicht noch Treppen? Ja, die sind aber kaputt. Gut. Gut, gut, gut. Aber diese Knöpfe, die sind ja auch für Kinder gemacht. So, pam! Hoch. Knöpfe. So, mal schauen, wo ich denn jetzt hinkomme. In so eine Kugel oder was?